Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Hier geht's um Selbstwertgefühl, um ganz viele Meditationen und auch Übungen für dich und deinen Alltag und natürlich um Eigenliebe. Und heute geht es um ein Thema, das sich erstmal echt ganz doof anhört. Und zwar habe ich dir 3 Tipps, wie du rauskommst aus so einer schlechten Stimmung. Und wenn du gerade in einer schlechten Stimmung bist, würde ich es mir auf jeden Fall aufschreiben. Und wenn du immer mal wieder in einer schlechten Stimmung bist, dann vielleicht auch. Also, dann fangen wir an. Als allererstes ist dieses, worauf wir uns gerade fokussieren, wie unsere Gedanken gerade aussehen. Das ist ja an dieser schlechten Stimmung zu einem sehr, sehr, sehr hohen Prozentsatz mit einer riesen Wahrscheinlichkeit ist das wirklich dran beteiligt. Und ja, es passieren blöde Dinge im Außen, vielleicht auch gerade besonders viele. Und es ist nie diese Sache, die dazu führt, dass du dich schlecht fühlst und mies gelaunt bist deswegen, sondern das, was du drüber denkst, also deine Gedanken zu dieser Sache. Also, stell dir vor, ich begegne jemanden, den ich gar nicht kenne und er blafft mich einfach so an. Und er hat ganz viel Wut in sich und die explodiert dann so raus. Und dann habe ich einmal die Möglichkeit, selber total in meine Wut zu gehen und mich darüber aufzuregen und wie schlimm der sei. Wenn man schon Erfahrungen mit Wut hat und das dann teilweise im Leben so gefährlich war, dann kann es auch sein, dass man so starr wird und Angst hat oder abhauen mag und so. All das sind deine Gedanken dazu. Vielleicht jemand, der selber schnell wütend wird, der steigert das dann noch und dann kann es auch handgreiflich werden oder so. Und ich habe da die Möglichkeit, ja auch so damit umzugehen, dass ich sage, okay, ich denk da jetzt anders drüber. Ich kann da zum Beispiel anfangen und okay, dem geht's heute nicht gut. Oder ich kann mir was Lustiges ausdenken. Also sowas wie, den hat eine Katze in den Hintern gebissen. Oder irgendwas, das mich selbst so ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Also Humor ist auch eine gute Sache, um so negative Gedankenschleifen verlassen zu können. Und also ganz viel an dieser schlechten Laune hat eben damit zu tun, was man sich selber darüber erzählt. Was man da zu sich innerlich so sagt. Du hättest in so einer Situation auch sowas denken können wie, immer sind die Leute so gemein zu mir oder mit mir kann man es ja machen. Und wenn das so ein Muster bei dir bist, dann bist du so, oh, ich armer Tropf und bist in diesem Jammermodus.
Und all das trägt ja eben zu so einer schlechten Stimmung bei. Also dir ganz bewusst wirklich vom Verstand ausgehend neue Gedanken wählen. Und da kannst du vielleicht auch von ein paar Leuten, die du kennst, die das immer ganz gut machen, die so als deine Vorbilder nehmen. Also sowas, was wird jetzt der dazu sagen? Und ich übertreibe es manchmal ein bisschen, was würde da jetzt der Dalai Lama dazu sagen? Oder ein spiritueller Lehrer von dir oder jemand, der dich in deinem privaten Leben beeinflusst, vielleicht ein Autor. Also da hat es ganz viel an Möglichkeiten, dass du da eben so rauskommst und dann in so ein anderes Gefühl kannst, um dann eben so verbunden zu bleiben. Du bist immer verbunden, aber dir dann auch bewusst zu sein mit dem Göttlichen und sagen, hey, ich habe mich doch für die gute Laune entschieden. Also da wirklich dieses übliche Gedankenmuster so teilen, durchbrechen und dann neue Gedanken denken. Also das war jetzt der erste Tipp. Der zweite ist, dass man, und das hilft auch total schnell, um da wirklich so rauszukommen, dass man sich an jemanden wendet, am einfachsten natürlich durch einen Anruf und fragt, hey, wie geht's dir denn so? Kann ich was für dich tun? Kann ich dir helfen? Kann ich dich unterstützen? Und da gehst du nämlich total raus aus diesem Opfersein und oh, ich armer schwarzer Kater, mir geht's ja so schlecht, hin zu so einem ich kann auch helfen. Ich bin dazu bereit und ich bin dazu fähig. Und andere Leute zu unterstützen, das hilft da total. Und auch so einen es ist wirklich was, das total gut funktioniert und das hat so einen ganz besonders schönen Effekt dann auch. Also, dass dann die schlechte Laune ja auch gut für was war. Und dann haben wir den nächsten Punkt und den habe ich ja jetzt als den dritten und den würde ich immer als den ersten nehmen. Und zwar ist das nur eine Atemübung. Und das ist eine, die ganz wissenschaftlich auch fundiert. Und das kannst du auch gut machen, abends so vorm Einschlafen, um dich ja total tief zu entspannen und auch zu beruhigen. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt einfach mal. Da wird beim Einatmen innerlich bis 5 gezählt, dann wird eine Pause gemacht, in der man innerlich bis um 4 zählt und dann wird ausgeatmet und dieses Ausatmen, der wird bis 7 gezählt. Und je langsamer man atmet, desto ruhiger wird man auch. Also wenn du mal guckst, wie jemand im Schlaf atmet,
dann ist das ja sehr viel ruhiger als so tagsüber. Und je schneller und oberflächlicher wir atmen, desto aufgeregter sind wir. Und am besten machst du es so, dass du bei dieser Übung auch so deine Hand oder deine Hände auf deinen Unterbauch legst und wirklich so tief in den Bauch atmest, dass du richtig merkst, wie die dann so nach vorne gehen und wieder zurück. Weil durch diese Form des Atmens wird dem Körper gezeigt, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Du kannst ruhig sein. Und ich glaube, dass wir die Möglichkeiten, die wir mit dem Atmen haben und dem Atmen, dass die noch total unterschätzt werden. Also in der asiatischen Kultur oder in den asiatischen Kulturen ist es schon weiter verbreitet. Und auch wenn wir uns so ein bisschen die Schamanen Lateinamerikas angucken, da wird sehr viel mehr Wert auf den Atem gelegt. Und wenn ein Mönch in seiner Ausbildung ist, dann lernt er erstmal zu atmen im Buddhismus. Und das hilft uns sehr, uns unserer selbst so gewahr zu werden und gleichzeitig auch uns selber so ein bisschen zu vergessen auf dieser ganz materiellen Ebene. Und der Atem ist ja auch was, das uns mit der Erde so verbindet und mit dem Göttlichen. Also das ist was, das ich dir sehr, sehr empfehle und ans Herz lege. Und ich mache diese 5-4-7 Atmung mache ich jeden Abend vorm Einschlafen. So ziemlich jeden, wenn ich dran denke. Also, dann machen wir das jetzt mal. Und ich werde nichts dazu sagen, also ich werde das in Stille tun, weil jeder so ein bisschen den eigenen Rhythmus hat und soll leicht gehen können. Also beim Einatmen bis 5 zählen, dann eine Pause von 4, beim Ausatmen bis 7 zählen und das dann wiederholen. Und das machen wir jetzt einfach ein paar Mal. Okay. Jetzt setzt du dich am besten so hin, dass du die Füße auf dem Boden hast und so gerade sitzt und schließt die Augen dazu. Und vielleicht magst du durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Viel Vergnügen.
dann komm bitte langsam wieder hierher. Atme noch aus, ganz in deinem Rhythmus. Spür deine Füße auf dem Boden, deinen Po auf der Unterlage. Kannst du die Augen öffnen und dich ein bisschen recken und strecken. Und wieder ganz hierher kommen. Und das war jetzt nur so ein paar Mal. Und da hast du vielleicht gemerkt, wie sehr dich das runterfährt und entspannt. Und wenn du das jetzt quasi in so einer Situation, in der du eben in schlechter Stimmung bist, wenn du da das eine Minute machst, dann bist du schon viel, viel, viel ruhiger und entspannter. Und diese Mechanismen, die da im Körper ablaufen, wenn wir zum Beispiel wütend sind, die haben ja dann auch mit bestimmten Hormonen zu tun. Der Atem wird schneller, der Blutdruck wird schneller, der Puls steigt. Also es hat alles so einen großen Einfluss dann auch auf so körperliche Vorgänge. Und da ist es eben so eine Möglichkeit, um diese Vorgänge so zu durchbrechen und in einen sehr viel entspannteren Zustand zu kommen. Ich bin mir sicher, dass wenn du diese Tipps befolgst, warst du so ziemlich mit der schlechten Stimmung. Und das sind ja auch ganz einfache Sachen. Und das mit dem Atmen, das kann man auch so gemeinsam mit Kindern machen, schon relativ früh. Das kommt immer so ein bisschen auf den Typ Kind an. Und das ist ja im Grunde so eine ganz klitzekleine Meditation, die man immer mal wieder im Alltag machen kann. Und dadurch mit heiterer Gelassenheit durchs Leben gehen kann. So, dann wünsche ich dir eine tolle Zeit. Lass es dir gut gehen. Mir scheint jetzt gerade ein wenig die Sonne durch die ansonsten recht dicke Wolkendecke. Jetzt dann nachher in den Wald. Und wenn du bei dir feststellst, hey, da ist was zu tun bei mir, und wenn du gern ein bisschen an deiner Persönlichkeit feilen magst, dich auf diesen schönen Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben mag, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mich als deinen Coach wählst und die Möglichkeiten sind groß und es geht auch wirklich sehr, sehr gut
über Zoom, diesen Online-Kontakt. Das funktioniert echt ausgezeichnet. Und da kannst du dich einfach bei mir melden. Ich werde das hier irgendwo verlinken. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und das wäre ein großes Vergnügen für mich, wenn du den auch weiter teilst. Und auf der einen Seite finde ich natürlich, dass es ganz wichtig ist, dass gerade in diesen Zeiten, in denen viel so hoch schießt, die Menschen lernen, was für tolle Möglichkeiten sie da haben. Und dann ist es natürlich auch mein Beruf. Und das ist ein großes Glück, so einen tollen Job zu haben. Das ist wirklich. Da habe ich schon was ganz anderes erlebt. Und gerade in diesen Bereichen, in denen man anderen Menschen hilft und auch in diesen, sagen wir mal, ja, mystischen, spirituellen Bereich, wird ganz oft so davon ausgegangen, dass allein dieses anderen Menschen helfen wollen und auch die dann wirklich unterstützen können, dass das ja schon genug wäre. Dann müsste ich aber noch einen anderen Job machen und hätte gar keine Zeit für so etwas. Also, das ist mir eine tolle Unterstützung für mich und du hast es ja ganz und gar kostenlos, wenn du hier den Kanal abonnierst und es würde mich auch total freuen, wenn du das teilst und in die Welt trägst. Und dann wünsche ich dir und den Deinen eine tolle Zeit. Und dann geh doch vielleicht heute auch noch ein bisschen in die Natur und atme einfach mal. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dich und die Deinen. Tschüss. Schön, dass du da bist.